Gegner besiegen. Was, was? Kurioser Schlag. Okay. Und die Tür hat sich geöffnet. Siehst du? Also manchmal nicht verzweifeln, sondern einfach mal gucken, ob ein paar Schalterchen in der Nähe sind. Und die sind dann aktiviert. Okay. Ach so, die Tür öffnet. Oh nein! Ich hasse diese Gegner. Und dass ich sie auch noch nicht mit meinem Skill treffe, ist... Schön, dass ich sie auch gar nicht treffe. Moment. Ich hab keine Lust. Hier, nimm das, ihr Marsala. So, wenigstens mal eure Defense gedown. Und ihr könnt mich nicht so schnell langweilen. Und ihr stirbt vor allen Dingen schneller. Das ist auch das Positive. Okay, der schlägt erstmal in die Luft. Oh, das ist voll geil. Gegner gewesen, aber wenn du darauf Spaß hast, dann ist das halt nicht mein Problem, nicht wahr? Okay, jetzt sterb. Danke erstmal. Bleibt immer schön bei mir, Freunde. Ja. Weiter geht's. Wie sieht's aus? Da vorne ist jetzt ein Schalter. Ich glaube, da müssen wir aber ein paar Gegner dafür klappen. Obwohl. Wo geht's lang? Ne? Unten oder da? Auf der rechten Seite. Okay, die Tür ist versperrt. Findet sich hier irgendwo noch ein Schalter? Nein, aber ich glaube, da müssen noch ein paar Gegner besiegen. Wie ist das schon wieder eine Falle? Nein. Oh Gott. Was befindet sich hier? Muss doch so eine Kiste sein. Genau. Ach, der Hallenschlüssel. Der befindet sich hier. Okay. What the fuck is that? Egal. What the fuck ist das denn bitte? WTF? The hell? Alter. Die sieht ja voll gruselig aus. Aber dafür krieg ich die Kiste. Yeah. Ring. Und Korridorschlüssel. Wow. WTF? Wie heißen die? Ich glaube, wenn ich aus dem Dungeon raus bin, muss ich bestimmt die Gegner besiegen. Wette ich mit euch. So, ich muss mich jetzt mal... Was? Nein, nein, nein. Kirito. So, ihr Kratz. Oh, Alter, die halten aber auch viel aus. Vor allem, wenn sie in dieser Anzahl sind. Jetzt ein paar bis, weil wir brauchen ja auch immer noch ein paar Level. Bitter, dass ich nur eingetroffen habe. Aber da vorne ist einer, der wird sterben. Nein, ich hab, oh, ich hab R2 gedrückt. Tatsächlich. Nice. Nice, du kannst Gegner starten im Spiel. Haha, Lappe, du hast mich nicht getroffen. Und du hast mich aber getroffen. Dein Freund hat mich getroffen, aber du nicht, weil du ein Noob bist. Und deswegen wirst du jetzt dafür auch sterben. Stirb. Oh. So. Highlights. Hi, Crystal. Für alle. Ja, mit diesen Heilkristallen kann man tatsächlich alle Charaktere heilen. Das ist auch sehr gut zu wissen. Solltet ihr euch merken. Hier geht's weiter. Und wir haben ja immer noch einen Schlüssel. Ich denke mal, die muss man da vielleicht nutzen, oder? Weiß ich nicht. Mal gucken. Verdammt, ich wollte gerade meinen Super-Skill einsetzen und dann war der nicht bereit. Ach, die haben mich doch jetzt so geistet, ne? Das heißt doch, dass mein Skill sich da so ein bisschen wenig aus stärkt. Ah, ich glaube, das war so, wenn du so geistet bist. Alter, ich krieg gerade so viel Damage. Nur wegen diesem Quatsch hier. Ah, verdammt. Alter, wie viele. Gut, dass Asana dabei ist. Alter,
Du kannst halt nicht auf alles achten, ne? Vielleicht hätte ich mal Mana Drachen einsetzen sollen. Ich glaube, jetzt ist auch schon viel vorbei. Wie viele muss ich denn hier noch besiegen? Wo seid ihr denn schon wieder, Leute? Ja, also du springst da richtig schön rum, das freut mich. Also, ihr sollt die Gegner besiegen. So, jetzt aber, jetzt haben wir es doch gleich geschafft, oder? Komm. Der ist immer noch nicht tot, jetzt stirb! Achso, ich konnte die Tür einfach. Achso, ich hätte. Ach, okay, ich muss dafür den Schlüssel benutzen. Ich dachte, ich muss die ganze Zeit die Gegner besiegen! Ach, komm, Mann, das ist unfair. Oh, es geht runter. So. What the fuck? Oh Gott, ich bemerke gerade, dass der Part übelst lang ist. Okay, dann muss ich den Part wahrscheinlich spinnen. Sorry. Heieiei, ich sehe gerade, dass wir 31 Minuten haben. What the fuck? Sorry, guys. Das war natürlich nicht meine Absicht, dass ich den Part spinnen muss. Sorry dafür. Gut, stirb's. Weil ich zu viel Skill habe. What the fuck? 300. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Und die Tür hat sich nicht geöffnet. Okay, seid ihr noch alle da? Ich hoffe es, weil mein PC hat sich jetzt gerade irgendwie komisch verhalten. Nichts Erwähnenswertes. Okay. Ich dachte jetzt, meine Aufnahme ist abgestürzt, dann hätte ich aber einen Kotz, Alter. Vielleicht mache ich auch gleich mal einen kurzen Schnitt und machen wir gleich weiter. Ich will jetzt erst diese. Hat sich jetzt irgendwas geöffnet? Ja. Ich will jetzt gucken, ob die Tür sich geöffnet hat. Und ich will diesen Gegner besiegen, dann mache ich ganz kurz einen Cut und gehe jetzt ganz gleich weiter. Ach, gleich weiter, wartet. Nicht, dass wir meine Aufnahme abschürzen nach dieser komischen Aktion. Oh, das gibt's nicht. Hat sich nicht geöffnet, okay. Dann werde ich ganz kurz den Part cutten. Wir sehen uns gleich wieder. Keine Sorge, es geht gleich weiter. Okay, es geht weiter. Ja, sorry, wegen dem Cut, aber das ist mir einfach überhaupt gar nicht aufgefallen, dass die Zeit schon so, so spät ist. Und ja. Sorry gesagt, aber. Was? Wow. Danke für die Information. Das, ich hier wirklich. Oh, schön. Okay. Huch. Mit. Ich drück doch R2. Damit kann man das auch irgendwie nur schneller aktivieren. Das ist echt cool. Man kann tatsächlich den Gegner so ein bisschen stunnen. Das ist natürlich auch cool. Oh, falsch. Ich werde erst den Schalter aktivieren. Nicht den da. Ja. Wo gehen wir jetzt eigentlich lang? Es gibt so viele Wege. Ich hätte erstmal den da unten lang. Weil der Gegner da rauskommt. Und sich hier. Oh! Sich hier ein Tor befindet. Deswegen würde ich sagen, dass wir erstmal diesen Weg hier auskundschaften. Mein Weg, weil meine Asuna verletzt wurde. Du blöder Penner, wie kannst du es wagen? Wie kannst du sie verletzen? Ah, die Tür hat sich hier geöffnet. Okay. Ah, verdammt. Ich hab mich verklickt. Komm, du stirbst jetzt doch mal, oder? Jawohl. Danke, Asuna. Hier. Ich will jetzt nicht nochmal gegen. Ich kann eigentlich nur wissen, was hier ist. Okay, die Tür ist zu, why the hell? Ist das Spiel einfach nur eine Abkürzung oder was? Leute, kommt mit! Asuna, bitte kommt mit! Und ich bin schon wieder falsch gelaufen. Alter, ist das verwirrend!
Arsenal benutzen. Item. Ausdauer, das ist mit. Und meinen verbrate ich erstmal schön. So. Hier geht's weiter. Hier ist die verschlossene Tür. Geh mal gleich mal hier lang, weil da hinten ist ein Schalter, den ich aktivieren kann. Klingt, als würde sich was bewegen. Hier zumindest mal nicht. Hier geht's nur in eine Sackgasse. Ich denke mal, dass die Tür sich da nicht geöffnet hat. Okay, dann halt nicht. Okay, dann müsste sich da vorne die Tür geöffnet haben. Eigentlich müsste sich die Tür jetzt geöffnet haben, ne? Nein, die Tür ist versperrt. Dann bin ich relativ verwirrt. Das ist weird. What? Moment. Moment, wie geht hier nochmal lang? Aber da ist ja nur das gleiche, was da drüben ist, oder? Ja. Ach so, ich war. Ach so, jetzt. Flui ist doof. Ich weiß schon, wo sich das aktiviert hat. Okay, hier ist erstmal eine Truhe. Da findet sich ein einheitliches Schwert. Aber ich weiß schon, wo mir am Hinten ist. Da, wo ich mich schon gefragt habe, hä, wieso ist da alles zu? Nicht da die Tür, sondern die andere Tür. Ich denke mal, dass die sich jetzt geöffnet hat. So, jetzt vom rein logischen her. Ich denke mal, dass da auch dahinter ein Schlüssel versteckt sein wird. Da, wo auch diese Dinger hier waren. Ich denke mal, dass da hinten eine Truhe sein wird mit einem Schlüssel. Und den wird man bekommen. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, falls ich jetzt hier gerade im Rätsel spreche. Und zwar hier. Das wird sich doch bestimmt jetzt geöffnet haben. Wenn sich da schon... Ja, tatsächlich. Siehste? Habe ich doch recht gehabt. Hat der Flui einfach mal wieder recht gehabt. War der Flui wieder mal ein bisschen clever, wa? Vorsicht. Und hier müsste sich dann gleich ein Schlüssel befinden. Hier ist erstmal ein Fluchtkristall und natürlich der Wächterschlüssel, den ich eigentlich auch schon erwartet hatte. Ich dachte, dass es wie in einem anderen Dungeon war, wo wir schon mal waren, dass sich da hinten das erst öffnet, wenn wir den Boss besiegt haben. Hatten wir ja auch schon mal. Ja, Moment, weil ich glaube, dass da jetzt der Boss kommt. So, da ich die letzte Folge ja nur über ein bisschen überzogen habe, kann ich das jetzt benutzen und wir können jetzt gegen den Boss kämpfen. Jo, lass uns kämpfen. Hoffen wir doch. Ich bin mal gespannt, was das für ein Boss ist. What? Der Typ hier? Aber remastered von ihm. Okay. Ja, das ist, glaube ich, boah, 310. Das ist definitiv der. Also gegen den haben wir schon mal gekämpft. Ich glaube, im allerersten Gebiet. Ja, doch, im allerersten Gebiet war das. Boah, der schickt wie ein. Okay. Und ich gleich mal sagen, Defense Down. Wenn er mich nicht trifft, natürlich. Alter, wie viel Damage macht er? Das ist schon ein bisschen. Das gibt's einfach nicht. Ich kann einfach mein. Nicht aktivieren. Ich schmeiß auch mal mit Stein. So, jetzt ist aber seine Defense endlich down. Meine Güte. Vorsicht. So, jetzt habe ich auch richtig schön Damage mal zugefügt. Das ist gut. Ist immer schön seinen Schwanz angreifen, weil da ist er auch verwundbar. Jetzt macht er erstmal seine Union. Das ist klar gewesen. Alter, ich habe so wenig bisher von ihm abgezogen. Das ist echt der Wahnsinn. Da sieht man halt, dass der Typ auch wirklich auf sehr hohem Level ist, ne? Im Gegensatz zu uns. Verteidigungsdefense ist noch da, deswegen brauche ich nicht zu erneuern. Da ist noch was. Moment, jetzt will ich mal versuchen, ob das auch... Ja, das geht tatsächlich... Wow. Was habe ich denn da ausgelöst? Keine Ahnung, was ich da ausgelöst habe. Aber genau das ist das, was ich mal gesagt habe. Aber es war gerade krass. Keine Ahnung, was ich da gerade ausgelöst habe. Es war episch. Das ist klar. Vielleicht kann ich da so einen Special Attack machen, wenn ich die Union voll habe. So, wieder schon Damage und wir sind jetzt schon in der zweiten Leiste.
Ah, verdammt, der hat mich gut getroffen. Das war clever. Muss ja auch mal den Gegner loben, ne? Aber dafür kassiert er jetzt richtig schön. Also, wie ihr seht, macht der Skill auch wirklich gut Damage. Und das da war gerade übrigens schon ein super Skill. So. Und super Skill. Macht man halt relativ gut Damage, aber der Skill braucht halt eine Stärken, also braucht eine lange Ladezeit. Das ist halt das Problem bei dem Skill. Aber ich denke mal, bei dem Damage ist das noch in Ordnung. Noch im Rahmen des, man sagen kann. Okay, ist in Ordnung. Lassen wir so stehen. Jawohl, zweite Leiste ist auch gleich down. Ich denke mal, beim nächsten Super Skill sollte diese Leiste auch tot sein. So. Ah, verdammt. Was? Ich bin paralysiert? Nein. Jetzt lade ich natürlich richtig schön hier auf. So kann ich den Super Skill ein bisschen öfters einsetzen. Ihr seht ja, jetzt haben wir es geschafft. Und er ist in seiner vorletzten Leiste. So, jetzt schnell angreifen. Schon ausweichen. Aua. Achso, man heilt ja immer richtig schön. Das ist gut, dass sie immer schön heilt. Und jetzt können wir auch angreifen. So, jetzt geht's los. Was aktiviere ich da eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was ich da aktiviere, aber es sieht episch aus. Wie gesagt, keine Ahnung, was ich da aktiviere, aber es sieht episch aus. Ah, ich hatte das schon mal im Let's Play und offline. Ach, verdammt, im Training und hab mich da mal schon gefragt, was es ist. Nein, nicht ausgerechnet jetzt. Heilt sie mich? Ja, oh, verdammt, was ist das? Das hat er damals nicht gemacht. Aber wir werden ihn, glaube ich, wahrscheinlich gleich dauern. Weil er jetzt nicht in seiner letzten Leiste ist? What the fuck, warum hat er jetzt gerade fast gar kein Damage bekommen? Er hat so viel KP in seiner letzten Leiste, ich weiß es nicht. Ich sag mal, solange wir nicht beim Sterben sind, ist es alles noch im Rahmen des Möglichen. So, jetzt ist er auch in seiner letzten Leiste. Das heißt, wir haben leicht down. Aber dadurch, dass es... Boah, Alter, ich mache gerade so wenig Damage. Das freut mich jetzt gerade gar nicht. Natürlich kann ich jetzt ein paar Mana-Items einsetzen, aber... Na, verdammt, dadurch, dass ich mich doch schnell heile, ist das, glaube ich, nicht so schön, wenn ich das jetzt nicht einsetzen tue. Und die Gegner machen ja ohnehin nicht so viel Damage und... Weil Asuna reagiert halt relativ schnell und deswegen... Ist das jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt das Aua das eine oder andere Mal jetzt nicht auf die so kassiere? Ah, verdammt. Aber Asuna hat mich wieder schnell geheilt. Also, solange man Asuna wirklich gut im Team hat, wird es eigentlich fast unmöglich, gegen die Gegner wirklich down zu gehen. Also, da hast du auch ein gutes Zeitfenster. So, jetzt aber. Okay. Okay, man macht den tatsächlich doppelten Schaden. So. Nein. Tatsächlich, man macht so einen richtig super starken Angriff. Habe ich das Gefühl. Wissen vielleicht die ein oder anderen mehr von euch da? Yeah! Yeah! Geschafft! We did it! Ausrasten! Rage out! Tür hat sich geöffnet. Juhu! Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Wir haben die Quest geschafft. Jo. So sieht das aus, Klein. Wir geben doch bestimmt auch ein geiles Item. Das würde mich allerdings auch interessieren. Sumagi. Sumeragi. Omaetachi ni wa warui kedo, saki ni koryaku saseteもらったよ.
ところでそこの貴様、最近注目のトレジャーハンター、確かフィリアとか言ったな。俺たちの動向を把握していたのか。何のこと？まあいいわ、それも戦略の一つ。シャムロックが提唱するものは、種族が異なるプレイヤー同士の共存だ。競争に勝った負けた程度で俺たちから波風を立てるようなことはすべきではない。それがセブンの望み。あんたなかなかいいこと言うじゃないか。そういう考え方俺は好きだよ。Er spricht ein bisschen nur ein Rätsel, kann das sein? Danke für die Blumen! Kirito da. Kirito da to. 数ヶ月前から圧倒的な速度で ALO 攻略を進めているパーティーがあると聞いた。そのリーダーの名がキリト。俺たちはギルドでもない、ただの仲良しパーティーさ。まあでもあんたたちシャムロックにしてみれば、俺たちはライバルってやつなのかな。ライバルか、いいだろう。その言葉宣戦布告として受け取ってやる。なんならここで、okay. 戦ってみてもいいんだぜ。面白いやつだ。またお前とは相まみえることになるだろう。その時は相手をしてやる。そうか、楽しみにしてるぜ。キリト、あのセブンと会ったことあるの？あ、いや。早速バレたんだな、キリト。バレちゃいました。なんでお前独り占めしてんだよ、セブンちゃんとのつながりをよ。俺さ、七色博士の提唱する考え方とかに興味があったんだよ。あの子が提唱するネットワークにおける社会性ってやつをさ、一度面と向かって深く聞いてみたい、そう思ってたんだ。それにあんな小さな子が自分の研究のために妙に大人ぶって必死になってさ、なんだかかわいそうになってきたというか、放っておけないというか。でも最近本当によくセブンさんのファンの方々を見かけます。ファンというか追っかけって言うんでしょ、ああいうの。特に攻略に参加するわけでもなく、まったくあいつら何しに来てるのかしら。まあでもスバルトエリアの難易度の高さはもうプレイヤーの間でも周知の事実だし、熱心に攻略してるのは私たちと上位ギルド数チームだけ。じゃあ今この新エリアにいる大勢の人たちって、あの子の追っかけ、クラスタってことね。そうなのか、残念だな。みんなもっとゲームを楽しめばいいのに。まあさて、シャムロックよりも先にこの新エリアを踏破しようぜ。いつの間にか奥の扉が開いてるよ。本当だ、行ってみよう。Okay. Aber hier sind nur Schalter. このレバーってなんだろう。ねえ、ここ何か書かれてるわ。これって風の魔法装置の時に書かれていた文字。Oh, damit können wir den Wind aktivieren. 確かにそうね、古代文字。ということは、このレバーは気流装置に関係するのかしら。試しに操作してみればいいんじゃない。えい。おい、ストレア。わあ、この音なんで
おい、え、宝箱が出現したぞ。気流装置じゃないのか。こっちは準備完了だよ。Okay. また箱が出てきた。中に何か入ってるよ。取り出してみるか。よっちゅーダメだ、熱すぎて出せねえよ。大丈夫、箱から出さない方が良さそうだね。ねえねえ、これどこで使うんだろうね。熱が関係する場所なのかな。そんなのあったっけ。フィールドにまだ探索してない場所があるんじゃない。見落としている可能性はあるな。調べてみようぜ。Ich weiß schon ganz genau, wo das hingehört. Aber ich werde es natürlich nicht verraten. Okay, die Folge ist jetzt ziemlich lang geworden. Ich würde sagen, ich beende diese Folge. Liegt auch daran, dass ich ein bisschen krank bin. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Wenn es wieder heißt Let's Play Sword Art Online Lost Song. Und ich hoffe, dass ich bis dahin dann endlich wieder gesund bin. Also, ciao.